Wir gehen jetzt wandern. Was? Komm mit. Hallo Leute, Bibi Kahn hier in Brookhaven und heute mal alleine, weil, also, Bibi Danja ist heute unterwegs und ist nicht schlimm, weil ich habe hier so ein neues Spiel auf dem iPad. Ich komme jetzt rein. Ich komme jetzt rein. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, hallo. Wer sind Sie? Guten Tag. Ich bin deine Mama. Meine Mama? Schön, dich kennenzulernen. Mhm. Du bist nicht meine Mama. Meine Mama ist in Dortmund. Könnten Sie bitte mein Haus verlassen? Ich bin deine Mama. Hier ist dein Geschenk. Oh, Guten Geschenk? Tag. Das schenke ich dir. Mhm. Geschenk? Ja, nehme ich jetzt erstmal an. Dankeschön. Ja, okay. Darin findest du ein gutes Buch. Ein Buch? Oh Mann, ich zock weiter mit dem iPad. So, können Sie jetzt bitte mein Haus verlassen? Na, na, danke. Na. Also, iPad, sowas gibt's ja nicht. Sowas gibt's ja nicht hier. Was soll das denn jetzt heißen? Du bist jetzt mein Sohn, es gibt kein iPad. Sie sind nicht meine Mama. Wer sind Sie denn einfach, dass Sie hier in mein Haus kommen? Und wo ist denn die Polizei? Hallo, Polizei! Jetzt deine Mama, das wurde so festgelegt. Von wem? Von wem? Ja, das ist doch ganz klar. Von der Stadt. Ich bin jetzt deine Mama. Aber wieso? So, ich hab keine Nachricht bekommen. Und wir machen jetzt zuerst einen schönen Ausflug, damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Möchte ich aber nicht. Ich bin Dolores, komm mit. Gut, dann sag ich Dolores zu dir und nicht Mama. Dolores. Wir fahren mit dem Auto. Also, es tut mir leid, also sie scheinen eine wirklich ganz an... Was ist das denn? Steig ein jetzt. Ist da ein Sarg da hinten? Naja, es ist halt vielleicht... das ist mein Job. Es ist ihr Job. Der ist leer, also, mach dir keine Sorge. Okay, so Autofahren ist aber auch nicht ihre Stärke, ne? Sowas Freches. Also ja, sowas Freches, dass das tut mir leid, aber Sie sind nicht meine Mama. Also, das kann doch gar nicht sein. Natürlich. Also, ich habe keinen Antrag oder so gestellt, dass ich eine Mama haben möchte. Ich bin Baby Kahn und ich bleibe allein in Brookhaven. Das musst du auch nicht, das wird dir auch zugeteilt. Nö, meine Mama ist in Adopt-Me Town. Wo gibt's das Dann denn? Dann kann sie das ja wohl nicht sein. Wo gibt's das denn, ja, dass ein Baby jetzt einfach ganz auf einmal eine schlechte Mama hat? Wo das sind ist ja wir wirklich denn? Eine ganz, ganz schlechte Mama, wenn sie in Adopt-Me Town ist und du hier. Also, es tut mir leid, aber wie fährst du da? Unser erster Ausflug führt kann ich jetzt uns wieder nach zu Hause, einem bitte? Großartigen Ort. Ab in die Bibliothek. Oh, was soll ich denn da? Wundervoll, ein Traum, wenn ich schon diesen ganzen Leim hier rieche. Großartig. Was soll ich denn hier? Schnapp dir fünf Bücher. Aber nicht so ein Fantasy-Gedöns. Bitte Fachbücher. Was sehe ich denn da schon wieder? Harry Potter? Ja? Das ist doch dieser Zauberer. Ja? Dieser Harald Töpfer. Nee, das legst du bitte wieder weg. Ey, mal ganz ehrlich. Also, Nummer 1, sie sind nicht meine Mama. Nummer 2, sie sind super nervig. Nummer 3... Hier ist ein gutes Buch. Was das ist das? Das ist ein sehr gutes Buch. Ich will kein Kochbuch. Das ist kein Kochbuch. Sondern? Schau es dir an. Es ist die Geschichte von Brookhaven von Anfang bis Ende. Boah, die kennt doch jeder hier. Das hatten wir schon in der ersten Klasse. Mit wenigen Bildern und ganz, ganz, ganz vielen Daten. So, ich gehe jetzt nach Hause. Es tut mir leid, aber ich brauche so eine Mama nicht. Entschuldigung, das ist ja jetzt wohl nicht dein Ernst. Ja. Dann rufe ich die Polizei. Wie jetzt? Okay. Oder die Agency. Gut, Agency. Kennen Sie Agent Zero? Vielleicht. Steig ein. Die ist böse. Ganz böse. Also das mit dem Auto, das macht mir ein bisschen Sorgen, Leute. Okay, du kannst auch vorwärts fahren, ne? Also du musst nicht die ganze Zeit rückwärts fahren. Ich habe einen weiteren Trip geplant. Wohin? Komm mit. Nein, ich gehe nicht zum Zahnarzt. Mm-mm. Wir machen heute einen lehrreichen Ausflug zum Zahnarzt. Mm-mm. Komm mit. Mm-mm. Mm-mm. Entweder kommst du jetzt mit oder du bekommst dein iPad nie mehr wieder. Ja, ist ja okay. Warum bist du so böse? Ich bin nicht böse, ich bin nur konsequent. So, was sollen wir jetzt hier? Ich will keine Zahnspange oder so. Komm mit. Einmal hinsetzen. Wohin? Hierhin? Dahin. Nein, auf den Stuhl. Okay, hierhin. Den Zahnarztstuhl. Ich zähle bis 3. Du bist nicht meine Mama, du kannst nicht bis 3 zählen. Habe ich dir erzählt, dass ich ebenfalls Zahnärztin bin? Nein, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Du kannst doch nicht einfach jetzt hier einen auf Zahnärzte machen. Sekretärin, setz dich wieder hin. Weißt du, also guck mal. Ich bin kompromissfähig, okay? Also, du willst meine Mama sein? Okay, habe ich kein Problem mit. Wie wär's, wenn wir mal was Cooles machen? Zum Beispiel, ich habe gehört, am See gibt es was richtig Cooles. Ah, ich habe eine großartige Idee. Wir können zum See gehen. Ja, finde ich gut. Und dann? Ich habe schon einen tollen Plan. So. Das wird dir sehr gut gefallen. Ja, es ist sehr cool. Siehst du, also wenn das jetzt klappt, dann habe ich auch kein Problem, Mama zu dir zu sagen, Dolores. Du kannst mich auch gerne Frau Dolores nennen. Nö, mach ich nicht. Du kannst doch nicht einfach in mein Haus kommen und sagen, ja, ich bin jetzt deine Mama. Also das funktioniert natürlich so nicht. Natürlich kann ich das. Wenn es so ist, ist es so. Aber zumindestens, ja, du fährst mich zum See und können wir jetzt bitte rutschen? Wir gehen jetzt wandern. Was? Komm mit. Hast du deine Wanderstiefel an? Wenn nicht, hast du Pech. Wandern? Man sollte immer vorbereitet sein für einen schönen Wanderausflug. Hey, da ist eine super Rutsche. Können wir nicht auf die Rutsche? Vielleicht, komm.
Ich will nicht wandern. Wir gehen jetzt aber wandern. Guck dir mal bitte diesen Berg an. Das ist doch Folter. Noch kannst du reden. Wenn du reden kannst, hast du noch genug Luft. Das bedeutet, du kannst laufen. Ein bisschen schneller bitte. Wie weit willst du denn zurückfallen? Au, 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 au. Ich falle hier gleich noch runter. Also, bist du überhaupt dafür ausgebildet? Für was? Zum Wandern? Ja. Also, wirklich. Also, okay, warte. Es gibt zumindest hier diese Drohne. Können wir vielleicht mit der Drohne fliegen? Weil das macht zumindest Spaß. Oder viel zu gefährlich. Was? Oh. Wir wandern den Berg hoch und wenn wir den Berg hoch gewandert sind, genießen wir die Aussicht. Und dann können wir zur Rutsche? Atme die schöne Höhenluft ein. Ja gut, ich muss schon sagen, also die Aussicht ist echt schon ziemlich cool. So können wir jetzt okay, bitte zur Rutsche. Okay, es reicht und wir wandern wieder nach unten. Nein, ich möchte jetzt zur Rutsche. Wir wandern wieder nach unten. Nein, wir werden jetzt zur Rutsche gehen. Ich habe dein iPad. Und ich werde nicht zögern, es den Berg hinunterzuwerfen. Hey, das war teuer. Tja. Das ist ein iPad Pro. Dann würde ich sagen, hörst du wohl auf mich. Ja, ist ja okay, Dolores. Ist ja okay. Also, so, guck, hier ist die Rutsche. Wir können auch runterrutschen. Viel zu gefährlich. Können wir runterrutschen, wir bitte? Wir wandern den schönen Weg an der Seite entlang. Ja, es macht ja auch zu viel Spaß, wenn wir jetzt die Rutsche benutzen würden, ne? Korrekt. Macht zu viel Spaß. So, also, es tut mir leid, aber ich glaube, also, wir werden uns nicht verstehen. Also, ich glaube, wir werden uns nicht verstehen. Du wirst schon noch lernen, wie das so alles abläuft mit einer Familie. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Du kannst, guck mal, du kannst dich einfach hier in fremde Häuser rein und sagen, hey, ich bin jetzt deine Mama. Zweitens, also deine Aktivitäten sind schon ziemlich langweilig. Drittens, du willst nicht, dass ich rutsche. Viertens, du hast einfach den gruseligsten Wagen hier in ganz Brookhaven. Der Tag ist übrigens auch schon vorbei. Wir müssen jetzt nach Hause. Wie? Es ist doch noch voll früh. Du musst ins Bett. Ich muss, es ist noch hell. Du musst ins Bett. Leute, also es tut mir leid, ja, ich weiß, im Sommer ist es noch lange hell, aber ich habe Ferien. Ich muss nicht ins Bett, ich habe Ferien. Wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, bist du morgen nicht ausgeschlafen. Und wenn du nicht ausgeschlafen bist, bist du wahrscheinlich unausstehlich. Oder noch unausstehlicher als momentan schon. Warte, stopp. Was haben wir denn morgen vor? Morgen? Ja. Oh, das ist eine Überraschung. Bitte nicht nochmal wandern. Nein, viel besser. Ich werde jetzt nicht ins Bett gehen. Mhm. Und du bist, ich sag's nochmal, du bist nicht meine Mama. Also, Brookhaven, also es tut mir leid, aber ich bin ein Baby und ich brauche keine Mama. Ich bin schon erwachsen, also ich bin ein erwachsenes Baby, ja. Ich zahle auch schon Rechnung und so. Aha, weiß zwar nicht wohin, natürlich. Aber ich zahle Rechnung. Auf geht's. Bitte einmal ins Bad gehen und dich Bett fertig machen. Und wenn du dich gleich pünktlich ins Bett legst, bekommst du vielleicht sogar dein iPad zurück. Was ist denn hier auf einmal los, Leute? Hä? Ich dachte, ich habe heute mal einen chilligen Tag, ne? Und dann kommt auf einmal diese Dolores und sagt, ich bin jetzt deine Mama. Wo sind wir denn da? In Brookhaven hier. Also gut, wir sind in Brookhaven, aber trotzdem. Okay, ich bin fertig. Kann ich jetzt ins Bett? Das geht doch. Mit meinem iPad. Komm mit. Ich werde ganz bestimmt nicht schlafen. Also es tut mir leid, Dolores. Du scheinst jetzt also... Schließ bitte die Vorhänge. Mann. Vielen Dank. So, und jetzt ins Bett. Oben oder unten? Egal. Gut, dann schlafe ich oben. So, und jetzt? Kann ich mein iPad rausholen? Nein. Gute Nacht. Also, es tut mir leid, Dolores, wir müssen einmal kurz quatschen. Also, kann es sein, dass du vielleicht im falschen Haus bist? Ist dein Licht noch an? Ja, mein Licht ist noch an. So, wen suchst du denn überhaupt? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich bin Baby Khan. Mhm. Baby Khan? Nein, du musst doch Baby John sein. Baby John? Baby John. Nein, ich bin Baby Khan. Baby John wohnt bei Haus 19. Ach so. Oh. Ja, dann geh trotzdem ins Bett. Tschüss. Also, bist du nicht mehr meine Mama? Nein. Das freut mich. Ach, Baby jetzt, John aber wird sich richtig freuen, mich zu sehen. Aber Baby John wird, glaube ich, nicht so eine tolle Zeit haben. Aber, also, was war denn mit der bitte los? Also, die kommt hier hin und bestimmt direkt alles. Und, also, gut, super böse war sie nicht, aber sie war auch nicht super freundlich. Also, viel Glück, Baby John, viel Glück. Also, ich glaube, das wird voll in die Hose gehen, aber sowas von. Und, oh Mann, viel Glück, Baby John.